Herzlich willkommen, sehr geehrte Herren, sehr geehrte Damen, zu einer neuen Folge Nachjustiert. Mein Name ist Till Zimmermann, ich bin Professor für Strafrecht an der Universität in Düsseldorf und neben mir steht mein durchaus geschätzter Kollege Mohamed El Ghazi von der... Gut aussehender... Das habe ich vergessen zu sagen, Universität Trier wollte ich eigentlich sagen. Vielen Dank. So, worüber wollen wir heute sprechen, Till? Was haben wir uns vorgenommen? Ein schwieriges Thema. Ja. Wir sprechen heute über Suizid und Beteiligungsfragen. Ja, also Abgrenzung, Suizid, Beteiligung am Suizid und Strafbarkeit. Wir hatten ja vor einigen, ich habe geschaut, das ist sogar schon ein bisschen her, über ein Jahr ist es mindestens her, über die Insulinentscheidung des Bundesgerichtshofs gesprochen, du erinnerst dich? Ja, ich erinnere mich. Ja, natürlich. Haben wir uns beide ganz schön aufgeregt über diese Entscheidung. Ja, kapitale Fehlentscheidung. Kapitale Fehlentscheidung. Ich habe nochmal aufgeschrieben, Jus 2022, 1073 war die abgedruckt. Und da ging es auch um die Frage, Abgrenzung, Suizid zur Teilnahme am Suizid, ne? Ja, das ist richtig. Also das ist ein Problembereich, den man kennen sollte, der unter diesen Gesamtkomplex fällt. Aber die Problematik hat durchaus noch andere Facetten. Ja, in der Tat. Andere Facetten. Damals ging es um die Frage, wir hatten damals einen Fall, ja, oder vielleicht abstrakter gesprochen. Ne? Es gibt Fälle, Leute wollen nicht mehr leben, ne? Wollen aus dem Leben scheiden und suchen sich eine Methode raus. Und damals ging es um die Frage, da hatte der Tabletten sich geben lassen und hat die Tabletten selber geschluckt. Ja, und er hat auch eine Spritze bekommen. Von seiner Ehefrau. Und damals ging es um die Frage, das war damals das Problem, war das eine Selbsttötung oder eine Fremdtötung? Da ging es um die Frage, wer hat die Herrschaft über den letzten Akt? Ja. Ne? Heute wollen wir uns ein bisschen befassen mit der Thematik Suizid, Abgrenzung, Teilnahme daran. Und zwar mit einem Blick auf einen anderen Aspekt, gar nicht die Abgrenzung selbst zur Fremdtat, sondern die Frage der Eigenverantwortlichkeit. Ja, richtig. Die wollen wir heute in den Fokus nehmen. Vielleicht tatsächlich an dem Fall. Vielleicht tolle Idee, machen wir das so. Vielleicht ist abstrakt hier gar nicht so leicht, da reinzugehen mit einem Fall viel, viel einfacher. Es gibt eine aktuelle BGH-Entscheidung vom 25.10.2023 vom 4. Strafsenat, 4 STR 81 aus 23. Worum ging es da, Till? Da ging es um eine toxische Beziehung, sage ich mal. Die haben sie zwischen, ja auch zueinander. Ja, aber die war noch anders und mit einem unglücklicheren Ausgang. Ja. Also da geht es um zwei Männer in diesem Fall mit einem deutlichen Altersunterschied. Wir nennen die mal nach ihren prozessualen Rollen A wie Angeklagter und N wie Nebenkläger. Mhm. Also A und N haben einen großen Altersunterschied. Der N, also das Tatopfer kann man sagen, ist 30 Jahre älter. So, und dem geht es in seinem Leben nicht so gut, er ist schwer depressiv und homosexuell, was er allerdings verheimlicht. Was nichts miteinander zu tun hat. Ja, insoweit, als dass er das glaubt, verheimlichen zu müssen, das und das tut ihm nicht gut. So. Mhm. Und dann lernt er eben den A kennen und ob jetzt wirklich was geht zwischen den beiden, das wird nicht so richtig klar in dem Sachverhalt, aber sie werden jedenfalls Freunde, aber es ist eine... Wie gesagt, eine Art toxische Freundschaft, denn der A spendet dem N viel Trost und Beistand, also dass der sich gut fühlt und über seine depressiven Phasen hinwegkommt. Auf der anderen Seite nimmt der A ihn auch aus wie eine Weihnachtsgans. Genau, das war das Ziel des A. Ja, darum ging es ihm. Ja, er hat den ausgenommen, irgendwann ist dann der N furchtbar arm, hat all sein Geld ausgegeben, dann ziehen die zusammen in eine kleine Wohnung. Weil sie sich nur noch eine leisten können. Ja, ne? Sie können sich nur eine leisten. Und dann zoffen die sich die ganze Zeit. Die zoffen sich die ganze Zeit und der tyrannisiert den N richtig. Ja, der macht den fertig. Der wird körperliche Übergriffe. Der wird auch handgreiflich, der beschimpft den und hat den auch psychisch total in der Hand. Ja, also der N ist quasi dem A hörig und irgendwann beschließt dann der A, der N nervt, der ist ein Klotz am Bein, der muss weg. Allerdings will er den nicht einfach umbringen, er will sich nicht die Finger schmutzig machen, sondern er stellt den Plan auf, der soll sich doch selber töten, der N soll sich selber töten und er bringt ihn einfach dazu, indem er den psychisch so fertig macht. Und das eigentliche Tatgeschehen, um das in diesem Fall geht, ist ein Telefonat, das ist ein Telefongespräch, das ungefähr 8 Stunden dauert, in dem der A den N immer weiter fertig macht und sagt, du bist nutzlos, du bist wertlos. Im Verlauf dieses Gesprächs kommt auch noch irgendwie die Nachbarin dazu und dann outet auch noch der A den N als homosexuell, woraufhin der psychisch völlig zusammenbricht. Und das Gespräch nach vielen Stunden beschließt dann damit, dass der A den N letztlich immer wieder auffordert, sich doch umzubringen, sein Leben sei ja sowieso nichts mehr wert. Und er tut das.
Ja, dann ist das Telefongespräch zu Ende und dann versucht der N sich auch tatsächlich umzubringen mit einem Messer. Das klappt aber nicht, so viel kann man schon mal sagen. Er wird nachher gerettet, er wird zwar bewusstlos und liegt dann irgendwie zu Hause. Und in der Zeit ruft der A ihn immer wieder an, weil er nachher so tun möchte, ich habe meinen Freund nicht erreicht. Und um dieses Setting glaubhaft erscheinen zu lassen, ruft er dann auch den Notarzt. Er ruft dann irgendwann den Notarzt, nachdem der andere nicht mehr ins Telefon gegangen ist. Der Notarzt kommt, kann dann auch den N retten. Der A hat allerdings gedacht, der N wäre schon längst tot. Das ist die Geschichte. Um die es hier geht, habe ich was Wesentliches vergessen? Nee, alles gut. Alles so. Wesentliche haben wir. Und natürlich wollen wir das strafrechtlich bewerten, uns das anschauen. Er hat ja zum Glück überlebt. Also wenn wir über eine Straftat sprechen, über ein Tötungsdelikt sprechen, dann auch nur über einen Versuch, über eine versuchte Tötung. Mordmerkmale wollen wir uns hier mal nicht anschauen. Es ging ihm auch nicht ums Geld. Das Geld war aufgebraucht, der war dem Klotz an Bein. Es ging um die Frage versuchter Totschlag und was sich hier auch natürlich aufdrängt, wenn dann überhaupt in mittelbarer Täterschaft. Ja, also man muss vielleicht noch vorweg schicken, die versuchte Tötung des N mag zwar, wenn man mal in das Gesetz guckt, 212, da steht ja nur drin, wer einen Menschen tötet. Ja? Also vom Wortlaut her ist auch der versuchte Suizid erfasst, aber da ist man sich seit vielen Jahren absolut einig, dass eben ein Suizid eine straflose und sogar erlaubte Handlung ist. Mhm. Also da können wir strafrechtlich nichts draus machen. Wenn wir sagen, es war tatsächlich ein Suizid, dann hätte sich auch hier der A als Teilnehmer nicht strafbar gemacht, etwa als Anstifter, weil es dann ja an einer rechtswidrigen Haupttat fehlt. Wie du also sagst, die einzige Möglichkeit, hier dem A strafrechtlichen Strick draus zu ziehen, wäre die zu sagen, er war mittelbarer Täter hier, dieses Totschlagsversuch. Die Entscheidung sollte Sie natürlich an eine spektakuläre BGH-Entscheidung erinnern aus den 80er Jahren, die natürlich bei uns in der Ausbildung immer mal wieder auftaucht, die Sirius-Entscheidung aus dem 32. Band des BGHs aus den 80er Jahren. Wie gesagt, da ging es ja auch darum, dass der Angeklagte, da gibt es gerade einen spannenden Podcast, glaube ich, in der ARD-Mediathek dazu, ne? Können Sie mal reinhören, wenn Sie noch Urlaub haben. Da ging es darum, dass der Angeklagte eine ihm hörige Frau auch in den Selbstmord treiben wollte, um die Versicherungssumme abzukassieren. Und ihr hatte er ja erzählt, Sirius, deswegen heißt die Entscheidung ja auch so, man würde danach irgendwie auf dem Planeten Sirius ein tolles Leben führen können. Ja, so wie, grob zusammengefasst. So wie in der Netflix-Serie Cleo, aber das schweift ab. Habe ich noch nicht geschaut. Ja, mach mal. An diese Entscheidung sollte sich dieser Fall erinnern. Und auch dort ging es um die Frage, haben wir einen Fall der mittelbaren Täterschaft. Hier auch nur ein Versuch, damals auch Versuch im Übrigen, der Badewannenfall, da ging es ja um eine Föhn in der Badewanne, hat ja nicht geklappt. Das Opfer hat lediglich ein angenehmes Kribbeln verspürt. Genau, wir sollten vielleicht mal einsteigen in die Prüfung. Also versuchter Totschlag in mittelbarer Täterschaft. Ja. Auch hier beginnen wir mit einer Vorprüfung. Kein vollendetes Delikt, Strafbarkeit des Versuchs ist hier überhaupt kein Problem. Wir sprechen über ein Verbrechen und niemand ist tot, zum Glück. Tatbestand setzt voraus, man hat einen Tatentschluss, die Tatbestandsmerkmale zu verwirklichen, Entschluss haben, jemanden anderes umzubringen und natürlich auch, weil wir hier über die mittelbare Täterschaft sprechen, natürlich auch den Entschluss haben, die Tat in mittelbarer Täterschaft zu verwirklichen. Ja. Also auch deren Bestandteile quasi mit in seinen Entschluss aufgenommen zu haben. Was brauchen wir denn für eine mittelbare Täterschaft? Naja, erstmal die Feststellung, dass er natürlich eigenhändig die Tat nicht verwirklichen wollte und das ist ja gegeben, weil es sollte sich ja der N selber mit dem Messer töten. So, die Frage ist, können wir das zurechnen? Das geht nur unter den Voraussetzungen der mittelbaren Täterschaft. So, und da brauchen wir als erstes mal das ist ja die Konstellation des Opfers als Werkzeug gegen sich selbst. Ja, und hier im Werkzeugbegriff steckt gewissermaßen mit drin, dass wir ein Strafbarkeitsdefizit beim Tatmittler brauchen. Genau, Verantwortungsprinzip. Also, und dann können hier die Frage stellen, haben wir das auf Seiten des N? Ja, ganz eindeutig, das hat der Zimmermann schon angesprochen. Der N selbst kann nämlich den Totschlag auf objektiver Tatbestandsgrundlage gar nicht erfüllen. Ne? Er kann den objektiven Tatbestand nicht erfüllen, weil der Tatbestand setzt voraus, einen anderen Menschen zu töten. Schon daran scheitert seine Strafbarkeit. Das ist richtig, aber das reicht natürlich noch nicht für eine mittelbare Täterschaft. Natürlich nicht. Das ist notwendig, aber nicht hinreichend. Ob es notwendig ist, darüber lässt sich auch streiten. Ja? Es ist aber nach herrschender Meinung notwendig, aber nicht hinreichend. Wir brauchen auch eine Tatherrschaft. Ja. Wir brauchen eine Tatherrschaft. Und wir schauen uns das Ganze mal an. Da ist jemand, der wird von dem anderen dazu gebracht, sich selbst umzubringen und er tut es oder versucht es hier in dem Fall. Und dann müssen wir die Frage stellen, ja, ist das nicht eigentlich, weil wir stellen ja die Frage, ist das eine Tötung in mittelbarer Täterschaft oder ist es nicht eigentlich ein frei verantwortlicher Suizid? Genau. Ja, an der Stelle. Wann haben wir denn die Tatherrschaft?
auf Seiten des N, wann würde die gegeben sein? Ja, wenn er eine überlegene Stellung hat, ja. Und wenn eben der Tatmittler selber für das Geschehen nicht mehr verantwortlich ist. Ja, wenn da die überlegene Stellung vorhanden ist, ne? Ja, wenn er beispielsweise schuldunfähig ist. Ja, genau. Ja. Grundsätzlich gilt hier bei der, gerade in diesen Fällen, Opfer gegen sich selbst, ne, gilt, dass man hier die Grundsätze der eigenverantwortlichen Selbstgefährdung heranziehen kann. Sie kennen das aus der Fallgruppe der objektiven Zurechnung. Da gibt es diese Fallgruppe eigenverantwortliche Selbstgefährdung. Wir haben dort zwei Elemente. Einmal, dass man die Tat selber begehen muss, ja, gegen sich selbst. Und zweitens, dass man dabei auch eigenverantwortlich handeln muss. Grundsätzlich zieht man diese Grundsätze heran, hier bei der Frage Tatherrschaft beim Opfer selber oder eben die Tatherrschaft auf Seiten des potenziellen mittelbaren Täters. Gehe ich mit. Gehst du mit. So, und wie bestimme ich, ob jemand eigenverantwortlich handelt? Wie bestimme ich das? Und wenn Sie gut aufgepasst haben in der Vorlesung bei Herrn Zimmermann oder bei mir, dann wissen Sie, ja, da gibt es so einen klassischen Meinungsstreit. Welche Theorien sollte man da schon mal gehört haben, ja, Kollege? Also es gibt ja die Exkulpationslösung, die gewissermaßen auf die Täterstellung des Opfers als Werkzeug gegen sich selbst abstellt und einfach danach fragt, ob es gewissermaßen schuldfähig oder nicht schuldfähig war. Wenn es also etwa im Zustand des Paragraphen 20 gehandelt hat oder in sonstigen schuldausschließenden Zustand, dann fehlt es an der Eigenverantwortung. Ja, genau. Oder noch abstrakter gesprochen, wenn unser Opfer eine Tat gegen einen Dritten verübt hätte unter denselben Bedingungen, ob das Opfer dann exkulpiert wäre nach Paragraph 16, 17, 19, 20, 21, 35. Wie wäre das in unserem Fall? In unserem Fall lässt sich das ganz schwer subsumieren, denn die Rechtsprechung folgt diesem Ansatz nicht, sodass halt dazu die notwendigen Feststellungen fehlen. Aber wenn wir sagen würden, ja, der N wäre im Zustand des 20 gewesen, dann hätten wir eine Exkulpation. Ja, und dann würde diese Meinung sagen, er handelte deshalb eindeutig nicht schuld. Also er handelte deshalb nicht eigenverantwortlich. Was ist die zweite Theorie? Das ist die sogenannte Einwilligungslösung, die einfach eine Parallelisierung macht zu den Einwilligungsregeln. Die sagt, ob jemand eigenverantwortlich handelt oder nicht, bestimmen wir genauso wie bei der Einwilligung. Da fragen wir nach Einwilligungsfähigkeit. Da fragen wir vor allem danach, ob jemand Bedeutung und Tragweite seiner Entscheidung hinreichend erfassen konnte, ne, und mithin dann noch frei irgendwie auch agiert hat. Das ist die Einwilligungslösung und ich würde sagen, die herrschende Meinung in Literatur tendiert eher auch zur Einwilligungslösung. Der BGH hat sich auch in dieser Entscheidung im Übrigen nicht ganz eindeutig dazu verhalten, er hat sich dazu verhalten, er hat gesagt, es kann offen bleiben. Ne? Wie wäre es denn nach der Einwilligungslösung? Nach der Einwilligungslösung würde ich grundsätzlich sagen, und da muss ich mich jetzt auch natürlich auf die Entscheidungsgründe berufen, ja, dass der BGH sagt, hier am Ende des Tages, das Tatgericht hat festgestellt, der hatte schwere Depression und hier kam halt hinzu, dass der Angeklagte im Moment stark auf ihn eingewirkt hätte. Er hat ihm im Übrigen auch Schläge angedroht, ne? Und so weiter. Und dass er deshalb aus den Gründen halt es ihm an diesem autonomen Entschluss eben dann tatsächlich fehlte, ne? An dieser Freiheit eben tatsächlich fehlte. Der Bundesgerichtshof sagt, es kann offen bleiben. Ja, du wolltest was sagen? Nö, aber mach du mal weiter, das klingt ganz gut, ja, was du sagst. Er fasst die Grundsätze so zusammen, dass er sagt, ja, wir brauchen natürliche Einsichtsfähigkeit und Urteilsfähigkeit. Und hier lese ich gleich mal ab, ja, der BGH sagt, ja, das Opfer muss Bedeutung und Tragweite des Entschlusses verstandsmäßig überblicken können. Der BGH sagt, na klar, kann das gestört sein, wenn Zwang, Drohung, Täuschung im Spiel sind. Ja, darüber hatten wir auch schon mal eine Besprechung vor einigen Monaten. Da ging es um die Frage, was haben wir gesagt? Eine Genitaloptimierung. Genitaloptimierung. Und der BGH sagt, und das finde ich natürlich als Wissenschaftler ganz, ganz spannend, der BGH sagt, ja, und so eine Entscheidung ist nur dann frei verantwortlich, wenn dieser Entschluss zur Selbsttötung eine gewisse Dauerhaftigkeit und innere Festigkeit aufweist. Und was macht der BGH an der Stelle? Er rekurriert bei dieser Frage der Eigenverantwortlichkeit, rekurriert er auf die Grundsätze zu? Paragraph 216. Unter anderem das, was auch schon Insulinbeschluss thematisiert hatte. Ja? Ja. Also er greift letztlich auf das zurück, was man für die Fremdtötung, die einvernehmliche Fremdtötung, was er da konstruiert hat, greift er zurück, um diese Situation jetzt zu klären. Und ob das so wirklich passt, ja, ist eine Frage. Also grundsätzlich würde ich sagen, die Ausführungen, die Grundsätze, die der BGH dort ausführt, erinnern sehr stark an die Einwilligungslösung, gehen und schießen in gewisser Weise aber darüber hinaus, weil der BGH letztendlich hier eine Parallelisierung macht zu 216 und sagt, da haben wir ja
Brauchen wir ja ein ernstliches Tötungsverlangen. Und das fragt er hier auch. Haben wir hier ein ernstliches Tötungsverlangen? Und das macht er davon abhängig, dass wir eine gewisse Dauerhaftigkeit und eine innere Festigkeit des Tötungsentschlusses haben. Und ob ich damit gehe, ist eine andere Frage. Der BGH sagt, am Ende kommt es darauf nicht drauf an, denn es fehlt schon an der Einsichtsfähigkeit, Einsichtsfähigkeit, denn aufgrund dieser, und das kann ich vielleicht mal ablesen, ne, was der BGH hier sagt, der geschädigte N verfügte infolge des Zusammenwirkens von schwerer Depression und des vom Angeklagten zielgerichtet auf die Herbeiführung des Suizidentschlusses gerichteten, bereits seit einigen Wochen entfalteten und in dem über mehrere Stunden dauernden Telefonat gesteigerten psychischen Drucks und die hierdurch bewirkte emotionale Destabilisierung nicht über die erforderliche natürliche Einsichts- und Urteilsfähigkeit. Das nehmen wir jetzt so hin, weil wir stecken jetzt in den Feststellungen des Tatgerichts nicht so drin. Der BGH teilt das so mit. Und wenn das nun mal so ist, dann würde auch die Einwilligungslösung unabhängig von den Grundsätzen des 216 hier zu einem Ergebnis kommen. Ja, das ist nicht eigenverantwortlich. Damit liegen dann die Voraussetzungen für eine mittelbare Täterschaft vor, da auch hier unser Angeklagter sich das ja genauso geplant hatte. Mhm. Also, hat er auch die Tatherrschaft. Hat er auch die Tatherrschaft. Er hat das in seinen Plan integriert. Wir sind immer noch im Tatentschluss. Damit hatten wir einen Tatentschluss. Er hat dann auch letztlich unmittelbar angesetzt dazu, weil er seine Einwirkung auf das Opfer als Werkzeug gegen sich selbst abgeschlossen hat, hat der Telefonhörer aufgelegt, gesagt, jetzt bringt er sich um, was der andere dann ja auch tatsächlich dann ins Werk zu setzen versucht hat. Die einzige Frage, die wir uns dann jetzt noch stellen müssen, ist, da wir im Versuchsbereich sind und er den Notarzt gerufen hat, der das Opfer ja auch noch gerettet hat, an was muss man da noch denken, weißt du es? An den Rücktritt, ja. So ist es, Rücktritt nach 24. An den sollten wir denken. Hier haben Sie die Konstellation, unser Täter oder Angeklagter hat gedacht, der Erfolg sei eingetreten. Ja, der Erfolg sei eingetreten. Er wollte sich natürlich da am Ende geben als besorgten Freund und hat deshalb auch den Notarzt verständigt. Der Notarzt hat dann halt das Opfer gefunden und konnte den dann tatsächlich noch retten. Also kausal war es wohl. Aber das alleine kann ja nicht genügen. Die herrschende Meinung verlangt einen Rücktrittswillen. Das verlangt auch der Bundesgerichtshof. Also man muss, um freiwillig zurückzutreten, braucht man auch einen Rücktrittswillen. Ja, man kann also nicht aus Versehen zurücktreten, ja, gewissermaßen. Und jetzt nur die Frage, wie bauen wir es im Prüfungsschema ein, wo wir zu ja, ansprechen? Also wenn Sie in Ihre Lehrbücher schauen, werden Sie sehen, es fehlt vielerorts an einer Stellungnahme. Wo prüfe ich das? Ich halte es für sehr plausibel, das bei der Freiwilligkeit zu thematisieren, dass jemand, der keinen Rücktrittswillen hat, auch nicht freiwillig zurücktritt von der Tat. Da halte ich es für sehr plausibel, wenn man nicht einen eigenständigen Prüfungspunkt machen will, ne? Dass man das da einbaut. Der BGH hat dann deshalb auch nur zwei Sätze dazu verloren. Es fehlt am Rücktrittswillen, deswegen kommt ein Rücktritt nicht in Betracht. Es bleibt dann beim Versuch. Vielleicht ganz kurz einmal zur generellen Einordnung. Ja? Bei diesen Fällen Abgrenzung, ja? Teilnahme am freiverantwortlichen Suizid bzw. Strafbarkeit, Tötung auf Verlangen bzw. mittelbare Täterschaft. Schauen Sie drauf. Wenn Sie die Konstellation haben, ja, wo es darum geht, bringt sich jemand selber um oder lässt er sich umbringen, ja, da geht es um die Frage, ist man straflos oder im Bereich des 216 StGB. Hier haben wir eine andere Konstellation. Hier ist eindeutig, das Opfer bringt sich selber um oder versucht sich selber umzubringen. Es geht um die Frage der Eigenverantwortlichkeit. Dann stellt sich die Abgrenzung Suizid zu mittelbarer Täterschaft. Und damit hat sich diese Entscheidung auseinandergesetzt und im Ergebnis, glaube ich, ist das ganz zutreffend. Unabhängig jetzt, ob die Grundsätze des 216 hier eigentlich Anwendung finden müssen. Willst du noch was hinzufügen? Ende. Ende. Alles Gute für Sie.